Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hartmann, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt. Und jetzt ist es endlich mal soweit. Nvidia wird Zahlen veröffentlichen und da wir immer noch hier irgendwo im Nirgendwo über Allzeithoch, nahe Allzeithoch uns befinden, hat Nvidia jetzt angefangen, ein bisschen von diesem hohen Ross runterzukommen. Aktuell stehen wir bei knapp unter 700 US-Dollar. Da ist noch nicht die Vorbörse eingepreist. Und was kann jetzt dementsprechend mit diesen Zahlen dann auch noch passieren im laufenden Handel? Plus eventuell dann auch eine Kurslücke. Gehen wir davon aus, dass vielleicht eine kommen wird. Zumindest ist das nicht allzu unwahrscheinlich. Und vielleicht werden wir den Fall sehen, dass die Kurslücke dann nach oben kommt, weil die Zahlen, sie müssen ja nicht mal gut oder schlecht sein, sie müssen ja nur so aufgefasst werden und oder die Bewegung kommt dann halt so, wie sie kommt. Eine Möglichkeit ist direkt zum Ziel nahe 888 US-Dollar. Das wäre natürlich der Knaller. Bis dorthin haben wir entspannte 25% vor uns. Und oder es geht dann doch wieder auf die Unterseite und das wäre dann hier in dem Fall auf die Unterstützung. Die verläuft von 577 bis 585 US-Dollar. Und wenn es dann ganz, ganz doofe wird, dann könnten wir sogar vielleicht direkt unter diesen Bereich fallen und dementsprechend dann mit weiteren Rücksetzerkursen rechnen, die dann bis vielleicht 500 US-Dollar reichen könnten und da vielleicht dann wiederum die Option da wäre, long einzusteigen bei Nvidia für alle diejenigen, die halt bei diesem Spektakel nicht dabei sind. Es bleibt auf jeden Fall spannend für alle, die auf sowas keine Lust haben, denn je nachdem, welches Instrument des Handels ihr benutzt, habt ihr entweder ein SL, der dann halt greift und oder halt auch nicht und dementsprechend habt ihr aber selbst mit SL die Gefahr von hoher Slippage und dementsprechend vielleicht eher Seitenlinie abwarten, wie denn morgen dann der Kurs verläuft und wie eben dann die Nachrichten eingepreist werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Trades. Bis dahin. Tschüss.